Du könntest später ein Problem werden. Und ich will ein wenig die späteren Probleme minimieren. Also machen wir aus dir jetzt schon mal eine lila Kiste. Damit das dann niemals überlaufen kann und ich dann irgendwann in 30, 40 Folgen mecker, weil irgendwas nicht funktioniert. Du. Ja, komm, lass das. Das hier wollte ich abreißen mit dem hier, ne? Das erinnere ich mich dran. So, weg, weg, weg. Etwas extra stehen lassen, damit ich mit dem roten Blueprint das später machen kann. Wir sind okay. 1100 ist okay. Stimmt, jetzt müsste ich hier eigentlich die ganzen Construction Bots sehen, oder? Die sich jetzt schon wieder aufladen müssen. Noch zu wenig. Was soll's, was soll's. Blau, Bau, blaue und rote Kisten. Bau mehr davon. Fabriken habe ich inzwischen ein paar, richtig? 8 Stück, ja. Wir werden wieder angegriffen, diesmal aber im Nordosten. Das ist okay. Robo-Abdeckung hier. Ist nicht vorhanden. Okay, dann brauchen wir hier einen Robopod da. Also. Das ist so eklig hier unten. So. Und noch ein Robocore dann für da, was ich vorhin gesagt habe, was ich eigentlich machen wollte. Irgendwie kriege ich gerade ganz viel Zeug angeflogen bekommen. Achso, weil die zum ersten Mal angeschlossen sind, oder wie? Das könnte sein. Oder weil ich viel verbraucht habe. Was auch sein könnte. Du bist eine rote Kiste. Du bist eine blaue Kiste für Kohle. Ja, Kohle. Kohle wird noch nicht geflogen. Doch, wird geflogen, aber es war mir irgendwie immer suspekt. Warum bist du rot markiert? Warum bist du rot markiert? Also ich habe gerade mit Shift-Linksklick das rot markierte aufgehoben irgendwie. Habe ich das aus Versehen abgerissen? Sehr komisch. Oh ja, Kohle ist im System. Sogar die zweite Stelle in unserem System mit 19.000 Stück. Und die ist voll. Ja, Leckiste? Damit können wir die Roboter richtig lange beschäftigen. Warum auch 5 Leckisten? Weil jetzt jeder 50 Roboter, die nichts zu tun haben. Das geht ja ganz und gar nicht. Mach mal so. Wird jetzt alles ins Logistikcenter gebracht, was wir übrigens auch ausbauen sollten, also mehr gelbe Kisten. So. Wobei, das ist Overkill, oder? Ja, wenn die Kisten voll sind, sind sie halt voll. Komm, übertreib's nicht. Weil wir brauchen nicht mehr als 20.000 Kohle auf Puffer. Wir brauchen die Kohle eh nur für die Blocks und das auch nur noch so lange, bis wir irgendwelche Hightech-Atomreaktoren haben, die gar keinen Treibstoff mehr brauchen. Das ist schon okay. Was ist mit meiner privaten Schmelzanlage? Benutze ich die überhaupt noch? Ab und an. Ja. Sollte ich sie benutzen? Nein. Eigentlich sollte ich so einrichten, dass alles automatisch hergestellt wird und zu mir geflogen wird. Das heißt, ich reiße das ganze Ding jetzt einfach ab. Komplett mit Ärmchen und allem. Das landet dann irgendwo im System. Und ich fordere die Schmelzöfen dann einfach wieder an. Also schmeiß dich mal kurz raus und forder MK1 sind das noch, ja. MK1 Öfen. Und hier haben wir doch Oberabdeckung. Was murmel ich denn da vorhin? Okay, also die wichtigsten Punkte sollten jetzt abgedeckt sein. Wurzel, 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 Wurzel. Ja. Ich hase noch ein wenig mit dem Problem. Aber sobald wir diese 100x100 Stromfelder haben, löst sich das ja eh alles im Wohlgefallen auf. Darauf freue ich mich schon richtig. So, dich hätten wir gesetzt. Dann wollten wir noch. Ja, das Holzproblem. Ich hätte auch ganz gerne Holz.
Braune Chips kommen auch nicht. Das, ja, mach mal hier Holz. Und guck mal kurz zu der Farm, weil bei der Farm hatten wir schon recht viele Bäume gesehen, die im Fünferstadium waren. Ah, das wird gerade geerntet. Sehr schön. Da kommt Holz. Miau. 235 Holz im System. Schön, schön. Obwohl ich gerade 100 Stück bekommen habe, ne? Also die Farm geht richtig gut ab. So, was ist mit dem Strom los? Hör. Die ganzen Replikatoren sind ein bisschen teuer. Okay, bau bitte. Wo hatten die sich versteckt? Davon. Bau davon bitte nochmal 4. Oder 5. 5 ist jetzt nicht gut gewesen, aber ja. Dann setz die mal hier hin. Rohr. Und du musst da eventuell weg, aber gucken wir mal. Hey, passt genau ran. Schwupp. So. Wir brauchen jetzt noch mehr Kohle, aber wir haben ja gerade gesagt, dass wir 20.000 Kohle haben. Also ist das okay. Und produziere 20 MW, was immer noch nicht so wirklich... Ah. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die so schnell ausreizen. Weil vor 10 Folgen oder so habe ich noch geschwärmt davon, wie toll es mit dem Strom gerade ist. Aber wir haben halt echt viel gebaut. Ja, und die Akkus füllen sich auch noch. Ja, müssen wir in Zukunft gucken, wie wir das handhaben. Also ist es langsam wieder an der Zeit für mehr Akkus, mehr Solarpanels und mehr alles. Das ist okay, ist okay. Automatisierung, ne? Ja, komm. Gehen wir nach oben. Bauen wir ein paar Fabriken für Sachen, die man häufig braucht. Also Zahnräder und dergleichen zum Beispiel. Das hier ist alles schön verbunden, das ist auch schön und gut. Aber ich will jetzt lieber Fabriken haben, die Gedöns herstellen. Blau da. Blau da, blau da. Rot da, rot da, rot da. Und zwar hätte ich gerne hier eine Fabrik, die Steinzahnräder herstellt. So. Hier gerne noch eine Fabrik, die... Bist du ausgelastet? Nochmal 300. Sollte aber reichen. Die haben wir alle. Was brauchen wir noch so? Stahlzahnräder sind komischerweise nicht hier mit bei. Brauchen wir aber auch nicht so häufig. Fließbänder. Fließbänder haben wir hier noch gar nicht. Fließbänder sind momentan noch da unten irgendwo mit drin. Also Eisenplatten und Zahnräder. Das heißt, das können wir direkt verbinden. Das heißt, du forderst nur Eisenplatten an. So. Eisenplatten rein, dich raus und dich beschränken wir mal auf 3 Stacks. Gut. Dich beschränken wir auf ein bisschen mehr. Du hättest gerne nur Stein. Haben wir die Stein, Sand, was auch immer Produktion unten mit den Liquid-Händlern schon in irgendeiner Form automatisiert, also angeschlossen am System? Ich glaube nicht. Oh, und ganz, 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 ganz wichtig. Du hättest gerne Holz. Genau. Du brauchst keine Input-Kiste. Brauchst du eine Output-Kiste. Deswegen ging es die ganze Zeit nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass automatisch hier ein Holz geliefert wird. Hat mich schon gewundert, aber das war einfach keine Kiste da. Okay, das heißt, jetzt sollte es gut abgehen hier. Fließbänder werden gebraucht von den grünen Tränken, richtig? Also ich könnte theoretisch grüne Tränke hier daneben klatschen. Müsste nur die gelben Ärmchen von da oben einfliegen lassen. Ja. Und dich beschränken auf 4 Stacks. Und du hättest gerne nur gelbe Ärmchen. So. Nimm, 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 nimm. Und das ist so ein schönes Dreierding. Hatte ich gar nicht so geplant.
Also ich hatte vor ein paar Folgen gesagt, dass ich gerne hier ein Dreierding hinwappen würde, aber ich hatte das eben gerade nicht so geplant. Ich wollte hier einfach Zahnräder und dies und das und einfach alles, was gerade so passt, hier hinklatschen, damit einfach mehr hergestellt wird. Aber das ist ja ein schöner Zufall so. Ist mir da am Weg. Gelbe Kisten sollten hier hin, weil unser Lager sonst bald überquillt. So. Das Rutilit. Heißt das Rutilit? Das Rutil. Das ist ein komischer Name. Das Rutil tue ich mir hier rein. Euch auch. Fettmais. Das ist kein Fettmais. Das ist eine Steam Turbine. Die Steam Turbine auch. Rest ist okay. Ich forsche schon seit einer ganzen Zeit lang nicht mehr, das stimmt. Aber es sind noch immer noch nicht genug Tränke für meinen Geschmack. Das heißt, die lasse ich jetzt erstmal machen. Und suche mir jetzt den Kram zusammen für mehr stinknormale Solar Panels, damit ich das Muster endlich oben zusammenbekomme. Außerdem brauche ich die ganz normalen Solar Panels hier auch für die MK2 Solar Panels. Also schadet's nicht. Braune Chips erholen sich immer noch nicht. Also wäre für die Forschung vielleicht... Ja, Speedmodule. Ich sollte anfangen, Speedmodule in größerem Maßstab zu bauen. Aber die nächsthöhere Fabrik wäre auch eine Idee. Die braucht zwar jetzt irgendwie 200 blaue Tränke oder so, die sollten wir haben. Das lohnt sich dann aber auch. Ja, guck mal kurz. Die nächste Fabrik wäre hier. 80 kostet es sogar nur. Brauch in der Herstellung Brass Gear. Brass haben wir. Ich glaube, Brass hatten wir schon. Brass ist Messing, oder? Sehe ich nichts, was ungefähr so die Farbe hätte. Alloy Processing. Haben wir Invar schon? Elektrum wäre hier. Ich mach das einfach mal. Guck denn, sobald wir das bauen können. Research. Ja, 29 Stück sind ein bisschen zu viel, aber das ist okay. Strommast müssen wir auch noch setzen. Das ist gar nicht so viel. Das macht ja noch einen Knick nach unten, theoretisch. Dum, 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 dum. Ja, es reicht gerade mal hier bis zur Ecke. So ein bisschen. Falsch. Dum, dum, dum. Da war wieder eine Ausnahme. Wegen Lavalampe und Strompfosten. Ups. Mehr. Währenddessen kann ich hier mal die Stromdinger setzen. Da, da und da. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und eigentlich müsste gleich ein Robo angeflogen kommen, das reparieren, ne? Jo, da hinten. Sehr schön. Stimmt, Repair Packs Automatisierung haben wir noch nicht. Sollte auch bald kommen. Weil ich vergesse das ganz gerne, das nochmal nachzufüllen. So, machen wir dich wirklich jetzt auch nach unten durch mit den Solarpanels. Denn wäre bei den Akkus das coole Ding hier im Weg, ne? Ah, wäre nicht so schlimm. Wir bräuchten überhaupt mal sehr viel Stein, um den See hier so zu machen. Stein ist aber übrigens ein super Stichwort, weil ich wollte ja auch... Dann bau die mal. Wollte nachgucken, ob die Steinanbindung jetzt da ist oder nicht. Die beiden haben wir inzwischen oben... Ja, es wird demnächst abgerissen. Runter, 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 runter. Angriff oben. Wow, das sieht smockig aus. Aber ich hoffe mal, dass die das gleich so wegsaugen, so ein bisschen. So, Stein war da. Hinter dem Smog irgendwo. Komme ich überhaupt durch? Das muss ich ändern. Ich muss das so ändern, dass sie da durchkommen. Gib mir bitte... Die erstmal abbrechen. Ein Untergrundpärchen. Da. Ja, da kann ich durch.
So. Warum so? Warum habe ich da lange Ärmchen hingetan? Weil ich keine hatte? Ach nee, weil das Ding da am Weg war. Ah, okay. Schon gut. So. Also haben wir jetzt auch Steine im System. Und zwar 13.000 Steine. Alles sehr gut. Dich weg. Das gleiche könnten wir theoretisch auch für Gold machen. Also es gibt ja auch eine Filtermethode hier, die Gold herstellt. Aber so, klaut ihr mal ein bisschen was davon. Ruhig ein bisschen mehr. Und macht da Lindfilter aus. So. Boah, die Dinger gehen nicht gut ab. Ja. Sehr schön. Und geht langsam runter, aber ganz langsam. Das ist völlig okay.